so eine Hexe? What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr nicht sofort mir ein Kompliment für diese das Bild hier macht, dann entdeabonniere ich euch. Ich logge mich in eure Kanäle ein und deabonniere mich. Das schadet nur mir. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem sehr besonderen Video für mich. Ich bin unfassbar aufgeregt, einfach aus dem Grund, weil das etwas sehr, sehr Besonderes für mich ist und ich einfach krass Angst habe, es zu verkacken. Deswegen lege ich jetzt alle Angst ab und starte einfach und erzähle euch die Geschichte von der unfassbar aufregenden Sache, die zu diesem Video geführt hat und die ich euch heute zeigen werde. Als ich vor über einem Jahr, ich glaube vor anderthalb Jahren, gemeinsam mit meiner Kollegin Lucy an meinem Schmuck gearbeitet habe, hat sie mich gefragt, was mein größter Traum wäre, auf den Markt zu bringen. Und meine Antwort kam damals wie aus der Pistole geschossen und es war Kerzen. Wer mich schon länger verfolgt, besonders auf Instagram, der weiß, dass ich ein unfassbar großer Kerzenfan bin. Und ich meine jetzt nicht die, ich kaufe mal gerade bei Ikea eine Kerze Kerzen, sondern ich meine die The Real Shit Kerzen. Nach diesem Gespräch mit Lucy ist mir dieses Thema nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich habe immer mehr darüber nachgedacht und habe mir die Frage gestellt, gibt es dieses eine Produkt, was für mich perfekt ist? Und die Antwort darauf war nein. Und deswegen habe ich es selbst gemacht. Und versteht mich nicht falsch, es gibt sehr, sehr tolle Duftkerzen da draußen. Nicht ohne Grund bin ich jeden Herbst komplett freaked out, wenn ich durch den TK Maxx laufe. Aber wenn ich meine das perfekte Produkt, dann meine ich damit das Rundum-Paket. Damit meine ich das Packaging, die Inhaltsstoffe, die Produktion, die Produktionsbedingungen und vor allen Dingen auch die Wirkung auf den Organismus. Denn Kerzen können nicht nur gut riechen, weil irgendwelche künstlichen Duftstoffe da drin sind, sondern mit den richtigen Aromaölen können sie auch eine Aromatherapie darstellen und dich beeinflussen auf die Art und Weise, auf die du beeinflusst werden möchtest. Alles hat angefangen mit einem Workshop mit verschiedenen Aromaölen, wo Profis da waren und eine Heilpraktikerin und wir nochmal die ganzen Wirkungen der Aromaöle durchgegangen sind, was wie kombiniert, was auslöst, welche Kerze, welche Situation unterstützt. Long story short, am Ende sind wir mit 4 richtig geilen Düften aus diesem Workshop gegangen, wovon es leider nur 2 ins Finale geschafft haben, weil 2 der 4 leider die weiteren Tests nicht bestanden haben, weil es wird noch ein bisschen komplizierter, weil manche Öle entfalten sich beim Abbrennen besonders gut, andere wieder weniger und dann ist dieses Ding mit Kopfnote, Basisnote. Daraufhin begann eine sehr intensive, aber auch sehr, sehr coole Testphase. Also wir haben über 2 bis 3 Monate die Kerzen auf Docht, Größe, Brenndauer und Duft getestet. Ich habe unfassbar viel aus dieser Zeit mitgenommen, dass ich jetzt umso glücklicher bin, euch zu zeigen, welche 2 Schätzchen es letztendlich geschafft haben. Und das sind diese 2. Das ist das Packaging, was ich super doll liebe. Wenn ihr was Schlechtes zu sagen habt, geht sofort, ich will es nicht wissen! Die Kollektion heißt Seasons of a Witch und was das zu bedeuten hat, das erkläre ich euch jetzt. Das war nicht, sondern das war... Wenn mich jemand fragt, was Seasons of the Witch bedeutet, dann sage ich immer, dass das die Kerzenkollektion für alle modernen Hexen und Hexer ist, die ätherische Unterstützung in der Umsetzung ihres Lebens suchen und Leute, die einfach auf geilen Witchy-Stuff stehen. Die 2 Kerzen stehen für die beiden grundlegenden Phasen, die dein Leben ausmachen. Anspannung und Entspannung. Monday und Sunday. Das eine geht nicht ohne das andere. Um glücklich zu sein, musst du dich entfalten, du musst dich anstrengen, im positiven Sinne. Und um dich entfalten zu können, produktiv zu sein, dazu brauchst du auch Ruhe, um deine Kräfte zu tanken. Es gibt ganz viele verschiedene Aspekte im Leben eines glücklichen Menschen. Aber das beides sind die 2 Basic-Grundpfeiler, auf denen alles andere aufbaut. Der Grund, warum diese Kerzenkollektion in diese Richtung geht, ist, weil
Ich habe mir im Leben schon sehr oft selbst im Weg gestanden. Also entweder ich komme gar nicht aus dem Quark oder ich überarbeite mich total, bin sehr perfektionistisch und lerne einfach nicht runterzuschalten. Ich arbeite täglich daran, diese Balance zu finden. Man könnte auch sagen, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu kreieren, aber ich finde das, den Ausdruck Work-Life-Balance relativ schwierig, weil dann die Frage ist, was ist Anspannung und was ist Entspannung? Und ich denke, dass sehr viele Menschen da ganz unterschiedliche Gefühle gegenüber Dingen haben. Für den einen ist Kochen Anspannung, für den anderen ist es Entspannung. Und das gehört auch wieder nicht zum Work. Ich stelle euch beide Kerzen jetzt einmal vor, damit ihr wisst, von was für Produkten ich überhaupt rede. Kommen wir zur ersten Kerze und das ist die Monday Witch. Ja, ich finde übrigens, das Packaging ist der absolute Oberknaller. Ich würde fast sagen, dass ich mehr steil gehe auf das Packaging als auf die Kerzen selber. Das hat meine Kollegin Catherine gemacht. Die Monday Witch ist die Kerze, die für die Anspannung steht oder auch für... Ich nenne es einfach Produktivität, Kreativität und das Verwirklichen der Träume und Ziele. Wem da noch ein bisschen Motivation fehlt, dem kann ich meinen Podcast empfehlen. Ja, besonders die Folge Eat the Frog. In der Monday Witch sind anregende Aromaöle, und zwar Lemongrass, Bergamotte und Lycea. Ist also eine sehr... Oh. Fruchtige, zitruslastige Kerze, ein sehr, sehr zitruslastiger Duft, aber auf eine sehr, sehr milde Art und Weise. Also Bergamotte ist ja etwas weiter weg noch, zum Beispiel von Zitrone. Zitrone ist sehr scharf und Bergamotte ist so eine bisschen blumige Zitrusart, würde ich das jetzt einfach mal ganz blöd nennen. Macht wach, fördert die Konzentration, erweckt den Geist und kann dich beim Fokussieren total unterstützen bei der Arbeit. Also das ist für mich die absolute Girl-Boss-Kerze. Die mache ich jeden Morgen an, wenn ich mich an den Schreibtisch setze. Kommen wir zur zweiten Kerze und das ist die Kerze, die ich viel mehr brauche als die erste, weil ich einfach ein kleiner Workaholic bin, und zwar die Sunday Witch. Die Sunday Witch ist für mich die perfekte Kerze, um Gemütlichkeit zu fördern. Deswegen habe ich mich entschieden für die Mischung aus Kardamom, Vanille, Patchouli und Sandelholz. Das sind wirklich sehr, sehr ausgleichende, warme Düfte, die auch in so eine leicht fruchtige Richtung gehen, aber auf eine sehr patchoulige, sandelholzig, würzige Art und Weise. Das ist die perfekte Kerze, um sie nach der Arbeit anzumachen, um sich runterzuholen, um sich auszugleichen, um eine Pause zu machen. Die perfekte Kerze für einen Sonntag oder für einen überhaupt freien Tag auf dem Sofa, bei der Lieblingsserie im Winter, wenn es draußen schneit, und zum Lieblingsbuch. So, kommen wir nun aber zu den Fakten. Die Kerzen bestehen aus 100% nachhaltigen Rohstoffen und auch für die Geruchskomposition kommen nur ätherische Öle bester, also wirklich allerbester Qualität von verifizierten Produzenten zum Einsatz, die aus naturreinen Ausgangsstoffen extrahiert werden. Und der Wachs ist natürliches Rapswachs. Wir haben uns für Raps entschieden, weil Raps ein schnell nachwachsender Rohstoff ist und vollständig biologisch abbaubar ist. Und die Anbauflächen von Raps sind innerhalb der EU historisch so stark verbreitet, dass sie immer eine regionale Versorgung garantieren. Die Kerzen enthalten kein Paraffin und kein Mineralwachs, sind natürlich, wir sind bei Jacquovusch, vegan und tierversuchsfrei. Die ganze Kerze ist plastikfrei, die Behälter kommen aus Europa und werden in Berlin von Hand gegossen, überhaupt komplett von Hand hergestellt. Das Coolste an der Kerze, meiner Meinung nach, ist der Holzdocht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was ich mit einem winzig kleinen Kamin vergleiche. Jede Kerze, die rausgeht, umfasst 225 Milliliter Wachs und hat eine Brenndauer von bis zu 50 Stunden. Im Optimalfall solltet ihr die Kerze mindestens 2 Stunden, maximal 4 Stunden brennen lasst. Also es ist wichtig, dass mindestens immer die oberste Schicht flüssig ist, bevor ihr die Kerze wieder ausmacht. Sonst brennt ihr euch hinterher noch ein Loch runter und es bleibt Wachs übrig. Und das wäre ja sehr ärgerlich. Das war's von mir. Ich freue mich und sage zu euch, stay witchy, ihr seid süß, ihr seid klein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.